eingangs schon gesagt, meine Damen und Herren, 100 Jahre alt ist er geworden, der SV Werder. Und sowas muss natürlich gebührend gefeiert werden. Was besser bietet sich an als die obere Rathaushalle? An diesem Donnerstag waren 500 geladene Gäste zu Gast, um dem SV Werder etwas zu huldigen und vielleicht einige Sachen auch Revue passieren zu lassen. Schöne Reden wurden gehalten, unter anderem auch von Herrn Braun, Präsident des Deutschen Fußballbundes, und natürlich auch einige andere Prominente waren anwesend. Wir waren mit unseren Kameras dabei und haben ein paar schöne Stimmen für Sie eingefangen. Wenn in Bremen große Ehrungen anstehen, meine Damen und Herren, dann geschieht das im Allgemeinen durch einen Senatsempfang im Rathaus. So geschehen an diesem Tage aus Anlass des 100-jährigen Geburtstages des SV Werder Bremen. In der oberen Rathaushalle waren 500 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport sowie die offiziellen Vertreter Angehörige des Vereins der Einladung von Bürgermeister Henning Schärf gefolgt. Die Eröffnungslaudatio hielt Finanzsenator und Brems zweiter Bürgermeister Hartmut Perschau. Zusammenführt ist ein ganz besonders erfreuliches Ereignis. Unser SV Werder wird 100 Jahre, oder ist es vielleicht sogar schon. Ich glaube, das ist bis heute nicht so ganz hundertprozentig geklärt. Dazu zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch. 100 Jahre ist was ganz Besonderes und wir freuen uns alle mit Ihnen riesig, denn Werder ist für Bremen ein Wahrzeichen. Werder ist für Bremen ein Botschafter in der ganzen Welt. Allerherzlichsten Glückwunsch. Dann der Ehrengast des Abends, DFB-Präsident Egidius Braun. 100 Jahre und kein bisschen müde. Leicht abgewandelt ist der doch so großen Optimismus ausstrahlende Song von Kurt Jürgens mit Sicherheit auf den Sportverein Werder Bremen nahtlos zu übertragen. Was diesen Verein aber vor allen Dingen auszeichnet, er präsentiert sich nicht wie andere als anonymes Gebilde, vergleichbar mit einer Großfirma, in der keiner den anderen mehr kennt oder auch gar nicht mehr kennenlernen will. Und gestatten Sie mir auch eine kleine persönliche Sentimentalität, wenn ich feststelle, dass hier in Bremen noch dem alten Sportvereinsideal nachgeeifert wird. Mein Eindruck, beim SV Werder gibt es ungeachtet der hohen Jahresumsätze im Profibereich immer noch so etwas wie Vereinsfamiliensinn, also beständiges Zusammengehörigkeit. Egidius Braun gab das Stichwort und der Bürgermeister setzte das natürlich auch gleich um. Horst-Dieter Höttges, unser Eisenfuß und mit 66 Länderspielen wäre das erfolgreichster Internationaler, gehört selbstverständlich in die erste Reihe. Herr Höttges, ich muss Ihnen erzählen, wissen Sie, wie Sie bei den Südamerikanern noch heute genannt werden, der Gnadenlose? Ich bin davon überzeugt, dass die Verantwortlichen von Werder Bremen niemals aufgeben werden, das Prinzip und den Grundsatz, dass der Sport immer Priorität haben muss, dass er nie vom Kommerz bestimmt werden darf, dass er unser Volkssport Fußball bleiben muss. Die erste offizielle Ehrung an diesem Abend empfing Werder-Präsident Dr. Franz Böhmert durch den DFB. Und dann hatte der Bürgermeister noch eine große Überraschung für alle 500 geladenen Gäste. Ich möchte gerne, dass wir auf die 100 Jahre Werder und auf diese tollen drei Präsidiumsmitglieder anfangen, ein Lied zu singen. Und ich gehe jetzt einfach, bitte helfen Sie mir. Steh auf, wenn du Bremer bist, steh auf. Weitere Ehrung für den Gesamtverein Werder Bremen erfolgte durch den Deutschen Turnerbund und Henning Schärf erwies sich als guter Fahnenträger. Bevor es dann endgültig zum kalten Buffet überging, führten wir noch ein Gespräch mit Bürgermeister Hartmut Perschau. Und
das, was hier ja auch heute vermittelt worden ist, ist, dass Werder Bremen eben ein Bremer Verein ist und dass das Verhältnis stimmt, die Gefühlslage stimmt zwischen der Stadt und dem Verein, zwischen den Menschen in der Stadt und dem Verein. Und ich glaube, dass es kaum eine Stadt gibt, in der so viele Menschen aus unterschiedlichsten Zielgruppen und Schichten sich mit einem Verein so identifizieren, wie das hier der Fall ist. Und man muss allerdings auch sagen, der Verein hat eine, in seiner Führung eine große Kontinuität und eine große Bereitschaft zur Fürsorge für die, die in dem Verein Sport treiben. Und diese Fürsorge hat eben auch dazu geführt, dass wir diese brutale Kommerzialisierung bei uns, bei Werder Bremen, trotz der Erfolge nicht erlebt haben, sondern der Fußball in seinem ganzen menschlichen Gesicht erhalten geblieben ist. Und daraus erklärt sich auch dieses innige Miteinander zwischen den Menschen und dem Verein. Horst Höttges, Max Lorenz und Helmut Jagielski. Unvergessen die alten Haudegen aus Werders erster Meistermannschaft. Haben Sie jemals bereut, Fußballer geworden zu sein? Nein, im Gegenteil. Alles, was ich erreicht habe, habe ich dem Fußball zu verdanken. Und wenn wir heute über System oder alles sprechen, ich glaube, unsere Mannschaft damals von 64, 65 würde heute bei der jetzigen Situation unter den ersten fünf landen. Jetzt am Rande so der 100-Jahres-Feier geht da so einiges durch den Kopf. Lassen Sie so ein bisschen was Revue passieren? Ja, auf jeden Fall. Da weiß man, was man mit dem Verein erlebt hat, und dann werden auch noch mal so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Jetzt bin ich ja gerade bei den ersten deutschen Meistern hier. Die beiden, ne? Und ich habe mich danach hier eingereiht, 88. Und es ist schön, wenn das dann noch mal gewürdigt wird, sogar vom Präsidenten des Deutschen Fußballbundes. Ja. Nicht nur Egidius Braun, sondern auch Franz Böhmert hatte an diesem Abend einiges zu sagen. Also ich muss sagen, ich hatte vorher eher diesen Feierlichkeiten mit einer gewissen Skepsis entgehen gesehen und immer nach dem Motto, hoffentlich ist bald alles vorbei, weil ja viel Trubel ist, viel Probleme und sicher auch einigen Ärger, den es immer gegeben hat und den es auch geben wird, war ich gar nicht so gut drauf da. Nicht? Und auch den Eindruck hatten Sie nicht gemacht? Nein, vorher nicht, aber der heutige Tag, muss ich sagen, war ein wunderschöner Tag bisher. Nicht? Das fing heute Morgen an und heute Abend fand ich diese Veranstaltung fantastisch. Also es war sehr erhebend und ich muss sagen, ich freue mich unglaublich diesen Tag heute, wo man das Gefühl hat, dass man 30 Jahre Tätigkeit, fast 30 Jahre Tätigkeit, ist das ein schönes Dankeschön, würde ich sagen. Gut, okay, als Fachmann heute 100 Jahre Werder Bremen, wie sehen Sie die nächsten Jahre? Ich kann nicht prophezeien, dass Werder in den nächsten 100 Jahren in der ersten Liga spielen wird. Ich wünsche es aber dem SV Werder, dass das so sein wird. Ich kann aber prophezeien, dass mit Felix Magath endlich wieder Kontinuität eingetreten ist und dass Felix Magath mit Sicherheit die Amtsdauer der letzten drei Trainer überleben wird. Da bin ich ganz, ganz sicher. Jörg von Torres Worte in Gottes Ohr, meine Damen und Herren, das werden sich sicher auch Klaus-Dieter Fischer und Wolfgang Barkhausen denken. Denn der SV Werder in einem ruhigen Fahrwasser, daran dürfte sicher allen gelegen sein. Wie gesagt, tolle Stimmung und gefeiert wurde reichlich. Die letzten Gäste sollen gegen 2.30 Uhr noch gesichtet worden sein. Aber 100 Jahre wird man schließlich nicht alle tragen. Die fünfte Fußballmannschaft des SV Werder, meine Damen und Herren, gilt so ein bisschen als Legende im Club.